Hallo, grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Bit und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Ups, Zitrusbäume, man sieht es, hier haben wir glaube ich aufgehört. Ja, da streiten sich ja auch die Vögel, wie man hört. So, also hier Gibbs City hier im Prinzip Greifswald. Also wirklich viele fallen schon runter. So, und wir haben da kaum Zeit, es aufzuheben sozusagen. Aber wie gesagt, es geht auf den Winter zu. Und trotzdem. Ich sehe, dass die Bäume voll von Früchten sind. So, hier wie gesagt die Kokospalme, die paraguayische. So, und hier nochmal gleich daneben Orangen. Ja. So, da hinten sieht man auch die paraguayische Kokospalme. Links daneben auch. So, und links die größeren, das sind die brasilianischen Palmen. Wir kommen noch etwas näher. So, da seht ihr die paraguayischen Kokosnüsse. Ja, also die sind von der Größe her so ungefähr wie Walnüsse. Ja, schmecken natürlich ganz anders und die Schale, die ist also richtig hart. Und hier nochmal den ganzen, beziehungsweise die ganze Kokospalme. Ja. So schaut es aus. So, da haben wir noch Beeren hier. Die sind richtig lecker. Also wie gesagt, es geht auch den Winter zu. Seht ihr, da sterben einige Pflanzen ab, aber hier gibt es eigentlich noch genügend. Unser Benny. Benny, der kommt und isst. Die Beeren, also die sind richtig lecker. Also hier das gleiche Bild. Hier sind noch unsere Yucca-Palmen, die wir aus Deutschland mitgebracht haben. Hier noch Hibiskus, da habe ich glaube ich schon vorher gezeigt. Seht ihr, daraus machen wir Tee. Da sind wieder Palmen. Da hinten Bananen. So sehen die aus, natürlich ohne Früchte. Und dann so, die Yucca-Palme. So, jetzt sieht es etwas besser aus, glaube ich. Die Farben etwas ausgeglichen. Also es sieht wirklich
muss ich ganz ehrlich sagen, paradiesmäßig aus. Also wir sind mehr als zufrieden. Das Grüne drumherum ist einfach unser Leben. Und seht ihr, das ist die brasilianische. So, hier seht ihr nochmal das Büro in Anführungszeichen. Ja, so. Kann ich euch von hier aus nochmal aufnehmen. Haben auch alle gefragt, gut, wie sitzt du dann? So, und das ist das Arbeitszimmer sozusagen. Also hier seht ihr, sitze ich praktisch unter dem Dach und drehe mal meine Videos. Und hier in schöner, entspannter Atmosphäre kann man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Na, hier habe ich jetzt, wir werden im Winter das Wasser so oder so rauslassen. Und dahinter gibt es noch einen kleinen Wasserfall. Ja, könnt ihr vielleicht sehen. So, da habe ich jetzt Pflanzen gepflanzt. Und hier im Prinzip sieht man letztendlich das Arbeitszimmer. Da ist noch da hinten so eine kleine Dusche, wo man sich vor dem Reingehen ins Swimmingpool kann man sich da etwas sauber machen. Ja. So, funktioniert das? Kommt das Wasser in den Stein, also ist richtig klasse. Können wir uns ja gar nicht mal beschweren. Da habe ich dann noch die kleinen Pflanzen hier gepflanzt. Und da gibt es ja nur die Hühner. So, die hört man. Also bei uns haben die wirklich Platz genug, seht ihr. Also das noch hinter dem Haus ist so richtig Gebüsch sozusagen. So, also mehr Natur könnt ihr nicht haben. Und so funktioniert das ja bei uns. So, da kann man auch von der anderen Seite sehen, hier die Palmen. Also ist alles machbar, sage ich mal. Das ist doch die Internetantenne. So. Werden noch die Hibiskus hier getrocknet. Das macht meine Frau. So, dann machen wir Tee draus, so, da kann man noch die anderen Palmenarten sehen, hier. So, wie gesagt, wir sind jetzt im Spätherbst. So, also wir sind mehr als zufrieden und glaubt uns, die Entscheidung kam mal die richtige getroffen, auf jeden Fall. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einfach Likes nach oben. Ich bin wieder in der vollen paraguayischen Sonne da. Also vergiss es nicht, das Video zu teilen. Auf der linken Seite, wie immer, die empfehlenswerten Videos. Und hier oben rechts könnt ihr einfach draufklicken und diesen YouTube-Kanal einfach abonnieren, falls ihr noch nichts in diese Richtung gemacht habt. Okay, bis dann, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, mach's gut, ciao, ciao.